Der Game-Tipp, presented by www.gamingxp.com. Jeder, der den ersten Teil kennt, kennt auch die eigentliche Story bereits. Das Ziel lautet nämlich Überleben. Und dabei gilt es, verschiedenste zombie-überschwemmte Szenarien zu meistern. Die Geschichten, die in Left 4 Dead 2 nachgespielt werden müssen, sind wesentlich abwechslungsreicher als noch im Vorgänger. Es gilt zwar immer noch, an gewissen Stellen einen Hebel zu betätigen, der dann unweigerlich eine Horde von Hirntoten auf den Plan ruft, doch sind diese Ereignisse spärlicher gesät, was für mehr Dynamik sorgt. Weiterhin gilt auch, auf seine drei Mitstreiter aufzupassen, nur im Team kann man überleben. Auch unter Games-Fachleuten ist Left 4 Dead 2 bereits ein beliebter Titel, wie Gaming-XP-Redakteur Wolfgang Pernkopf bestätigen kann. Es spielt jetzt das ganze Setting am Tag, was natürlich ein ganz anderes Feeling mit sich bringt, als wie in der Nacht. Es ist kurz nach diesem Ausbruch dieser Seuche und es sind vier neue Charaktere, die diesmal auch mit Kettensägen, Äxte etc. gegen auch drei weitere Supermutanten in den Kampf ziehen. Und das Gameplay an sich ist intensiver geworden. Es wurden sehr viele interessante Erweiterungen auch getätigt. Die Grafik an sich ist zwar eher gleich geblieben, doch das Spielerlebnis ist intensiver auch nochmal geworden. Soweit Wolfgang Pernkopf von Gaming XP. Nachdem Left 4 Dead 2 in puncto Jugendschutz ein vielleicht fragwürdiger Titel ist, wurde die deutsche Version auch kräftig geschnitten. Für Österreich und die Schweiz gibt es allerdings eine unzensierte Version. Die Steuerung ist gleich wie im ersten Teil, also einfach, intuitiv und fehlerlos. War die musikalische Untermalung in Teil 1 noch recht horrorlastig, zielt sie im aktuellen eher auf Unterhaltung ab. Zusammenfassend ist Left 4 Dead 2 ein würdiger Nachfolger. Mehr Umfang und mehr Abwechslung. Alles Weitere zu Left 4 Dead 2 gibt es auf soundportal.at und gamingxp.com nachzulesen.